3, 3, Achtung! Fliegen ist Becky! Es ist nicht eingekracht! Ich bin nicht in meinen Süßigkeiten gelandet! Oh mein Gott! Ja Leute, was geht? Ich bin zurück, Becky, ich bin wieder da mit einem neuen, lang ersehnten Video für euch. Es ist endlich soweit und ich reagiere heute auf eure ganzen Edits, Fotos, Videos mit meinem Merch. Ihr habt mir so viel zugesandt. Ich habe euch ja dazu aufgerufen unter Hashtag Beckys Merch, vor allem auf Instagram, eure Bilder, Videos und so weiter zu posten. Das habt ihr auch fleißig getan. Es sind so viele geworden. Und ja, ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Video dazu als Dankeschön von mir an euch, weil ich bin einfach so unfassbar dankbar für euren ganzen Support. Nicht nur zum Thema Merch, sondern auch generell. Leute, ihr seid für mich eine riesengroße Familie geworden. Ich habe euch so unfassbar lieb und ja, deswegen schaue ich mir das heute einfach mal an. Ich liebe es generell, eure Fotos auch so immer anzuschauen, eure ganzen Edits, wie viel Liebe ihr da reinsteckt, eure ganzen Kommentare. Also ja, danke, danke, danke dafür. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass es so heftig gut bei euch ankommt mit dem Merch. Das war mein allererster Merch, Leute. Ich war selber so extremst aufgeregt. Und ich hatte so Angst, dass ihr es vielleicht nicht ganz so sehr feiert oder so. Ich weiß nicht, aber es kam extremst gut an. Und ja, ihr habt mehrfach den Server zum Abstürzen gebracht, Leute. Die Seite kam gar nicht mehr klar. Mehrfach. Also richtig unnormal, wie ihr abgegangen seid. Aber ja, jetzt ist es komplett ausverkauft. Also heftiges Dank an euch. Bringt übrigens einen Daumen nach oben. Wie viele Team Becky-Mitglieder finden wir dieses Mal? Bringt den Daumen nach oben, bringt ihn zum Glühen. Ich bin gespannt, wie viele es sein werden und ich würde sagen, let's go. Wusch. So, kommen wir auch schon zum ersten Video von Rebeccas x Starbucks. Ich werde wahrscheinlich den Ton rausnehmen müssen, weil es ja ein TikTok ist. Sonst macht YouTube ja manchmal ein paar Probleme, aber ja, nicht wundern, wir schauen es uns aber trotzdem an. Sieht schon so süß aus. Falsches T-Shirt. Ja, Mann! Team Becky Merch. So süß. Also ich finde das mega cool, wenn ihr solche Outfit-Switch-Up-Challenges macht. Ja, ich finde es mega cool. Davon waren auch ganz, ganz viele dabei. Kommen wir jetzt zur nächsten und zwar Becky Queen. So viele Fanpages dabei. Auch wieder falsches T-Shirt. Wow! So süß! Und wir sind im Partner-Look! Das ist jedes Mal aufs Neue irgendwie so Gänsehaut-Moment, wenn ihr das anhabt. Ich komme nicht drauf klar. Ich krieg Gänsehaut! Das ist so süß! Sogar mit Bernhard! So viele waren dabei! Ich wünschte, ich könnte euch mal in Real Life sehen, aber jetzt ist es auch wieder so schwer. Aber irgendwann mal kriege ich es hin, Leute. Wir werden uns in Real Life sehen. Ich verspreche es euch. Wir kriegen es noch irgendwann gebacken. Jetzt habe ich hier noch eine Zeichnung von Becky X Drawings. Die ist auch immer fleißig dabei, was zu zeichnen auf Instagram. Ich finde alles so schön, was diese ganzen Fanpages, die malen und zeichnen, hinbekommen. Weil ich selber würde es niemals hinbekommen. Schaut einfach mal an, aber was sie gemacht hat. Sie hat so viele gezeichnet und dann noch was dazu geschrieben, was sie darüber gesagt haben, beziehungsweise über mich gesagt haben und so. Oh, das ist so süß und da steckt so viel Arbeit hinter. Ich finde es krass, das sieht einfach mal aus wie ein Foto. Oh, wow. Reitend auf ein Einhorn. Aber ich muss den Tanz unbedingt auch nochmal machen. Wenn ihr wisst, was für ein Song ist, schreibt es unbedingt unten rein. Okay, ich habe das erste Mal im Leben ein fliegendes Einhorn gesehen. Trampolin. Becky und Trampolin. Endet nicht immer gut, aber ich hoffe bei ihr. Passiert denselben Pulli an. Wieder Partnerlook. Wir sind wieder gerade Twins. Wow. Ich krieg nicht mal sowas hin, ne? Was steht da? Fail? Nein! Ich sag mir nicht, die fliegt gleich runter. Tu dir bitte nicht weh! Oh mein Gott, gefährlich! Übertreib! Ja, ich finde es so cool, wenn man Loopings, beziehungsweise solche Saltos, nein, Becky ist ein Saltos, Saltos auf dem Trampolin machen kann. So cool. Ich mag auch super gerne, wenn ihr Duets macht. Okay, was kommt jetzt? Wow. Ich habe es einmal gemacht, sowas. So eine Luftrolle auf dem Bett. Ist nicht gut gegangen, Leute. Ist echt nicht gut gegangen. Hier haben wir Rebecca Wing, die Official. Und sie hat einfach mal mein Bild nachgestellt. Und sie ist so
hübsch. Ihr seid alle so hübsch. Und oh mein Gott, besser nachstellen kann man nicht. Ich finde es so cool, dass wir jetzt irgendwie alle so ein bisschen im Partnerlook sind. Das ist sowas von cool. Wir haben hier Karl-Amia und genau so habe ich mir das vorgestellt mit den Pullis. Genau so. Wenn ihr zum Beispiel eine Freundin habt, mit der ihr auch im Team Becky seid, dann kann man das so als Partner-Hoodie quasi tragen. Einmal mein Geburtsdatum hinten, 31.12. und dann ja Team Becky da drin. So cool. So richtig cool. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich feier das übelst. Wow. Gefräßiger Teddy 2.0. Nicht nur mein Bernhard ist gefräßig, der da auch. Auch das Bild richtig gut nachgestellt. Das sieht so lustig aus. Wie sad sie guckt. Oh mein Gott, wie kreativ ist das denn? Das ist so cool gemacht. Macht unbedingt mehr damit, wenn ihr Bock darauf habt und momentan Langeweile. Ich freue mich echt extrem darüber, das anzuschauen. Wie süß ist das denn? Gerade beim Lernen mit einem Bernhard oder mit Bernhards kleinen Bruder. Mit Chips auch noch, die dürfen nicht fehlen. Wie süß ist das? Und sie hat die schwarze Variante von meinem Pulli an. Echt cool, das steht ihr mega gut. Oh, der Paul! Oh, ich liebe ja dieses TikTok. Was? Dieses TikTok wollte ich gerade sagen, weil ich aussehe wie eine Mumie. Ich fragte mich gerade schon, wie willst du das hinbekommen, Paul? Wenn du das siehst, aber der Bernhard plumpste dann ins Bild. Damit rechnet man null. Null! Was ist das? Ah, hier ist Lisanna am Start. Sie hat so lange schon eine Fanpage. Und ich habe sie schon öfters getroffen, weil sie hier aus Hamburg kommt. Ich finde das so cool, euch persönlich zu treffen. Steht ihr mega! Vielleicht sehen wir uns ja nochmal in Hamburg so. Und dann habe ich den Pulli an und du den, dann machen wir ein Foto zusammen. Hallo Becky, erstmal ganz liebe Grüße von deiner Emily. Emily, zwar, ich habe heute ein Paket bekommen. Und zwar dein Mann. Oh, wir sind so glücklich. Und als ich diese Autogrammkarte gesehen habe, habe ich fast geweint. Du hast auch noch eine Autogrammkarte bekommen. Richtig ja, cool. Da warst du richtig schnell. Ich habe jetzt einen Pulli an und der ist so weich. Oh, steht dir mega. Hin, wie du in deinem Elsa-Video gesagt hast, dass er weich ist und... Ja, die sind echt kuschelig. Ich lebe jetzt kuschelige Pullis. Übrigens habe ich gerade ein Video, das Video von dir an. Und diese... Ich bin richtig warm. Und, ja, richtig warm. Ich freue mich einfach. Oh, wir haben hier einen Jungen am Start. Erik. Oh, es wird, glaube ich, wieder so ein Outfit-Wechsel. TikTok finde ich mega cool. Und jetzt? Yay! Yeah! Ich feiere es. So cool. So süß. Okay, 5 Arten, was man mit dem Becky-Pulli noch machen kann. Ich bin gespannt. Dem Hund anziehen. Dann wie ein Poster an die Wand kleben. Okay. Zerbrechliche Sachen einpacken. Okay. Aber es müsste halt nicht funktionieren. Wenn ich, du schmeißt jetzt gleich irgendwas noch hin. Kuschelt was? Was? Kuscheltier daraus machen? Mittlerweile sieht der Pulli ein bisschen fällig aus. Also danach, glaube ich, muss man ihn in die Wäsche hauen, aber kannst du mir ja noch zeigen, was du daraus für ein Kuscheltier machst? Das würde ich echt gerne wissen. Also ja, 5 Arten, was man mit meinen Pullis alles machen kann. Fällt euch vielleicht noch was weiteres ein? Dann schreibt es jetzt unten in die Kommentare. Ey, yo! Rebecca Wing Exophical. Becky Stuff. Check! Wir haben hier einen Becky-Check. Wow! Das ist irgendwie voll schön. Auch noch so ein Visco-Armband. Hey Becky, ihr kennt ja alle Beckys Merch und der ist so geil. Und apropos Merch, wo ist meine? wartet kurz. Ist echt peinlich gerade. Wie lustig. Ja, viel, viel besser. Das ist hier Beckys Merch. Zeig ihn euch jetzt mal von da. Oh, das ist so süß. Das ist der Merch von Becky. Hier sieht man eine Foto von Bernhard und das fand ich halt übel süß. Hier sieht man den süßen Bernhard und hier sieht man Becky. Außerdem, das hier ist von 24 Stunden im Genau! Becky.
hier sieht man dann ein Autogramm. Ja, ich dachte mir, ich mache auf allen ein Autogramm drauf. Für alle, die jetzt keine Autogrammkarte haben, auf jeden Fall habt ihr einen auf eurem Pulli. Und das ist ein Original-Autogramm von mir, Leute, was da drauf gedruckt wurde. Also genau so sieht meine Unterschrift aus. Hashtag Team Becky. Oh, bye. Wie süß kann man sein. Dankeschön. Ihr ist gerade richtig am Verzweifeln, weil die Tüte nicht so schnell aufgeht. Ihr ist, oh, wie süß. Diese Reaktion. Oh, wie süß er ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast auch noch einen süßen Hund. Oh mein Gott, du kannst einen Handstand auf einer Hand machen oder was ist das? Bist du Superman? Wie kriegst du das hin? Das finde ich ja sowas von geil. So gut nachgestellt und ich finde, dein Blick trifft es voll. Ich kann auf jeden Fall so weitermachen. Ich glaube, das Video wäre aber dann viel zu lang. Ich könnte da, glaube ich, so 3-4 Stunden hochladen oder so. Auf jeden Fall wollte ich euch wirklich vom Herzen Danke sagen. Mich macht es so glücklich, euch damit zu sehen und ja, generell eure ganzen Videos und Fotos zu sehen, eure ganzen Kommentare immer zu lesen. Ohne euch wäre es echt langweilig. Also, Dankeschön dafür und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und ja, ich werde hier noch ein paar Leute einblenden. Ich habe euch so sehr lieb. Bye! Told you if we dance in the